Hallöchen, meine lieben Liebenden. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem Samstag. Ich war schon ganz fleißig heute, habe Bestellung fertig gemacht und zur Post gebracht. Und jetzt sitze ich hier gerade mit meinem Cappuccino und meiner Stay Wild Moonchild Tasse und dachte mir, es ist mal wieder Zeit für eine Legung. Ja, gestern habe ich ja gar nichts gepostet, aber man muss ja auch nicht jeden Tag was posten. Das ist so. Heute gucken wir rein. Und ich habe mir überlegt, ich frage mal zuerst mit Ja oder Nein rein, ob diese Energie, die heute zu uns sprechen möchte, dich betrifft oder eine Person in deinem Umfeld betrifft. Ich glaube, das werden wir zuerst mal machen. Wichtig ist natürlich, das ist eine allgemeine Legung, kann auf dich zutreffen, muss nicht auf dich zutreffen. Und alle Infos zu den Kartendecks findest du auch bei mir in der Infobox. Dort findest du auch den Link zu meinem Online-Shop, falls du zum Beispiel eine private Legung möchtest oder dich für eins meiner physischen Produkte, ja, interessierst. Wir fragen mal rein. Liebes Universum, geht's hier heute, also ein Ja, wenn es für die Zuschauerseite ist, und ein Nein, wenn es für die Seite eines Gegenübers ist? Worum geht's denn hier heute? Die hat sich wieder umgedreht. Die 6 der Stäbe ist ein Ja, das heißt, hier geht's um eine Energie aus Sicht der Zuschauer. Wir haben hier schon mal mit den 6 der Stäben die Karte des Erfolges liegen. Anerkennung, es geht um ja, die Harmonie zwischen den Stärken und den Schwächen, vielleicht auch andere inspirieren, vielleicht bist du auch ein Mensch, der andere inspiriert, und mir zeigt sie auf jeden Fall Selbstbewusstsein und Vertrauen an. Potenziell auch tolle Nachrichten, die reinkommen. Wir werden trotzdem eine kleine Grundenergie mit den Lennys auslegen. Mein liebes Universum, was kriegen wir denn hier für eine Grundenergie? Ein Umbruch mit den Wolken. Das war euch auch so grau. Wir haben hier heute echt so ein bisschen Nieselregen, aber zum Glück nicht kalt. Gestern Morgen war ich los, ey, da war es stellweise echt glatt. Heute ging es wieder. Na, Grundenergie will nicht. Ja, manchmal brauchen die Karten ein bisschen, bis sie sich sortiert haben. Das ist so. Vielleicht sollen wir auch erstmal mit dem Tarot legen. Hat sich wieder umgedreht. Ich würde sagen, wir klären das erstmal mit dem Tarot. Vielleicht sind dann die Lennys ein bisschen gesprächiger. Liebes Universum, was kriegen wir denn hier zum Umbruch? Okay. Oh, die 2 der Kelche. Vielleicht geht es hier um eine Liebesverbindung. Ja? Potenziell kann das natürlich auch schon eine Rolle spielen mit den 6 der Stäben. Ne? Es kommen hier tolle Nachrichten rein, weil du eine sehr inspirierende, ja, dir Bewusstseinsperson bist. Das war jetzt ein Deutsch. Du bist dir deiner selbst sehr bewusst und das scheint hier irgendjemanden vielleicht sogar, ja, zum Handeln zu inspirieren. Wir gucken mal, was wir hier noch als weiteren Aspekt bekommen aus dem Tarot. Der Wagen, blockierte Energie. Ja, der Wagen auf dem Kopf ist ja so ein bisschen Ungeduld, ne? Ungelöster Konflikt, Ziellosigkeit, Kontrollverlust. Da hätte ich gerne weitere Klärung zu. 3 der Schwerter. Und da frage ich jetzt mal rein mit Ja und Nein. Ist das deine Energie, die vielleicht noch in deinem schwachen Aspekt eine Rolle spielt? Ein Ja bitte für die Zuschauerseite. Ein Nein fürs Gegenüber. 3 der Münzen. Das ist ein Ja. Ja. 3 der Münzen, die sagen ja auch, hey, bring deine Elemente alle in Balance. Ne? Bring alles zusammen, was du hast. Der ungelöste Konflikt kann wirklich noch in dir schlummern. Vielleicht als kleine Botschaft vom Universum. Hey, es könnte was in dieser Paarverbindung hochkommen. In Sachen Herzschmerz, ungelöster Konflikt, Verlust der Liebe. Wo natürlich auch angezeigt ist, hier kommen
potenziell die Schatten ans Licht. Aber weil hier ja auch das Zusammenarbeiten gekennzeichnet ist, jetzt war es auch gerade passend, wir hatten hier, Krankenwagen, Feuerwehr, Krankenwagen, ich glaube Krankenwagen fuhr da hinten längs. Tatütata, ne, Heilung. Kann es natürlich sein, dass dann eben entweder, also nicht nur bei dir, sondern vielleicht auch bei der Gegenseite natürlich Trigger passieren. Das ist einfach so. Ja, immer wenn eine Paarverbindung eine Rolle spielt. Und die Paarverbindung muss nicht unbedingt nur liebestechnischer Natur sein, sondern auch freundschaftlicher, familiärer, kollegialer, wie auch immer. Kommen natürlich auch Verbindungen zustande, die triggern wollen, damit die letzten Konflikte noch gelöst werden können, aufgearbeitet werden können. Ne? Hier ist die Chance auf Heilung gekennzeichnet, um potenziell noch eine Unsicherheit, die hier drin liegt, zu lösen. Zwei der Kelche ist ja auch so eine wichtige Begegnung, die ansteht. Und wir haben nun mal auch die Wolken hier liegen. Wolken und Sonne, ne? Umbruchstimmung. Etwas verändert sich oder möchte sich jetzt verändern, möchte geklärt werden, möchte ans Tageslicht gebracht werden. Und dementsprechend ist das hier auch so eine Karte, die eben zeigt, okay, hier möchten Gefühle geklärt werden. Ja, eine wichtige Begegnung, eine wichtige Seelenverbindung, die dazu da ist, um etwas zu klären. Deswegen brichst du dir hier aber keinen Zacken aus der Krone, Herzelein. Ja, das ist etwas, was hier noch in dir schlummert. Und ich kann ja auch nur das nehmen, was mir angezeigt wird. Ne? Das ist so. Wenn es jetzt nicht auf dich passt, wenn du keinen ungelösten Konflikt hast, ja, dann ist das nicht deine Energie. Das ist völlig okay, dann weiter zu scrollen und zu sagen, nee, ich bin hier komplett klar. Aber du kannst dir natürlich auch gerne weiter angucken. Vielleicht hast du ja auch mit so einer Energie zu tun. Ne? Wir gucken mal, was kriegen wir denn hier noch in der Grundenergie? Ich möchte jetzt eine Grundenergie noch rausfallen. Liebes Universum. Ja. Der Sarg. Transformieren. Ablösen. Manchmal auch so ein kleiner Schockmoment. Ja. Auch das könnte eine Bewandtnis haben. Wir gucken mal. Was kriegen wir hier vom Tarot? Der Prinz der Stäbe. Hier ist schon mal Abenteuerlust gekennzeichnet. Und die Fünf der Münzen. Ja, der Mangel. Ne? Man könnte wirklich sagen, hier oben ist alles wunderbar, tutti frutti. Und hier unten sind so ein bisschen die Schattenaspekte drin. Prinz der Stäbe passt auch eigentlich ganz gut in die Sechster Stäbe rein, in diese Energie. Weil zum einen natürlich Stäbe, Feuer, Leidenschaft, Passion. Und hier ist auch diese Begeisterung drin. Hier ist der Mut drin. Ja, hier zeigt sich auch spontanes, inspiriertes Handeln und auch ja das Streben nach Abenteuer, gerade in puncto Befreiung. Ich habe hier eine Person liegen, die hat zwar noch ihre Problemchen und ich meine, Leute, wer hat sie nicht, ne? Oh, jetzt fängt mein Magen an zu knurren. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ich mache mir gleich was zu essen. Ich wollte nur, bevor ich mir meinen Mittag mache, schnell eine Kartenlegung machen. Hier liegt kein Mensch drin, der sich von seinen Schattenaspekten runterziehen lässt. Ne? Hier ist kein Mensch drin, der sagt, oh, ich weiß nicht und ich traue mich nicht. Ne? Hier ist ein Mensch, der steht drüber. Der steht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, über den Dingen. Ja, und letztendlich, wie gesagt, jeder hat ja so seine Baustellen. Jetzt haben wir hier mit den Fünf der Münzen aber den Mangel liegen. Ne? Das Vermissen, die Kälte, das Isolieren. Also eine komplett gegensätzliche Energie. Hier so komplett dieses, ich will raus, ne? Meine Wege gehen, meine Abenteuer erleben und Fünf der Münzen ist so in sich gekehrt. Ja, sich selber auch einschließen, einsperren. Und da kommen wir wieder zum hilfreichen Aspekt, weil die Fünf der Münzen sagen auch, hey, erlaube die Hilfe anzunehmen. Ja, auch wenn sie in Form einer Person kommt, die vielleicht nicht weiß, dass du Hilfe benötigst, um etwas in dir zu klären. Ja, wir legen nochmal eine Klärungskarte drauf. Die Acht der Münzen, ja, es ist auf jeden Fall das Lernen und der Fleiß hier gekennzeichnet. Acht der Münzen ist ja dieses Verfeinern der Fähigkeiten, besser werden, Wachstum, ja, Stabilität erreichen, auch diese Hingabe, offen sein fürs Lernen. Die Hingabe, die ist ja auch hier schon mit dem Stabritter gekennzeichnet. Ne, hingebungsvoll.
Also offen für Neues, für eine neue Partnerschaft bist du auf jeden Fall. Du lässt dich nicht von dem, was dich triggern könnte, runtermachen, weil du weißt, es könnte Trigger geben. Bist also für mich ein definitiv sehr geklärter Mensch, der bereit ist, sich seinen Aufgaben zu stellen. Ja, die Zeit ist reif. Die Zeit ist reif. Was kriegen wir denn hier vom Tarot? Prinz der Münzen. Langsame Bewegung. Methodische Bewegung. Und hier fallen die vier. Ich sag ja, das ist echt hier. Oben die ganz positiven Aspekte. Unten kommt so das Gegensätzliche raus. Ja, Prinz der Münzen, Ritter der Münzen. Die langsamste Energie im Tarot. Beständig, methodisch, organisiert, zuverlässig. Das liegt auch in deiner Energie, das weißt du. Du bist jetzt niemand. Oh, jetzt gehen ja auch noch die Feuerwehr-Sirenen. Hui, was ist denn da los? Du bist jetzt niemand, der nur Vollgas geht, sondern du bist auch jemand, der im rechten Moment anhalten kann, um halt wirklich zu schauen, okay, was bringt mir Fülle? Ja, die Federstäbe auf dem Kopf, das ist noch so ein bisschen der Harmoniemangel. Ne? Du fühlst dich getrennt, würde natürlich auch ganz gut passen hier mit den fünf der Münzen, ne? Einsamkeit. Des Weiteren natürlich auch dieses Unglücklichsein. Es schlummert ein bisschen in dir, das Unglücklichsein. Ja, und vielleicht ist es genau das, was dich letztendlich auch immer wieder abbremst. Zu gucken, hey, okay, warum fühlst du dich denn noch manchmal unglücklich? Du bist von Grund auf keine pessimistische Person, du bist schon eine sehr optimistische Person, aber es gibt so seltene Momente und gerade Momente der Ruhe, ja, wo es doch mal so ein bisschen Tick-Tack in deinem Kopf macht und du dich fragst, okay, warum bist du eigentlich unglücklich? Ja, und das können vielleicht auch gerade, weil wir die wichtige Begegnung hier drin haben, diese Triggerpunkte sein, die letztendlich dafür sorgen, dass du anfängst zu hinterfragen und dir vielleicht sogar sagst, hey, eigentlich ist doch alles gut, ja, aber was liegt da noch in deiner Energie, weswegen eben diese Einsamkeit, unglücklich sein und Herzschmerz gelegentlich eine Rolle spielt? Die Kraft, Ungeduld, kraftlos sein auch manchmal. Ich denke schon, dass so viele... Ja, dir viele Rückzüge, ja, oder dafür sorgst, dass du dich regelmäßig zurückziehst, auch aufgrund von den Schattenthematiken, dass du auch gerne mal wieder, nachdem du einen Sprint gelaufen bist, langsam läufst, dass es mehr so in Intervallen geht, ja, dass du schon manchmal so jemand bist, der wirklich Vollgas gibt, wenn gerade alles gut läuft, aber dann so diese Entschleunigung reinkommt. Natürlich auch manchmal eben durch diese inneren kleinen Gremlins, die sagen, oh, ich bin unglücklich, ich fühle mich nicht wohl, ich will jetzt nicht auf diese Feier gehen, weil bla bla bla. Ja? Und dass du dann eben auch so dieses Kraftlose hast, weil du, wenn man es von außen betrachtet, eher unkontrolliert ist. Ja? Schnell, langsam, schnell, langsam, schnell, langsam, die ganze Zeit. Dass da vielleicht jetzt dieser Umbruch wichtig ist und auch diese Begegnung wichtig ist, um ja, dieses Zickzack rauszunehmen. Ne, dieses Preschen, Abbremsen. Preschen, Abbremsen. Weil du merkst, wenn du zu schnell sprintest, zu enthusiastisch bist, das Gefühl hast, deine Energie zu verlieren. Wir gucken mal, was wir hier noch bekommen. Eine Verabredung. Die Blumen, schöne Momente kündigen sich hier an. Gibt es jetzt vielleicht sogar die kleine Wendung hier in deiner Kartenlegung? Sechs der Kelche. Und die, ja, Sechs der Kelche und die Prinzessin der Kelche. Sehr emotional. Und Sechs der Kelche ist ja auch so eine vorübergehende Erleichterung. Ja? Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, das nehme ich jetzt
in dieser Energie nicht wahr, dass du an die Vergangenheit denkst, sondern wirklich, ja, dass gerade in der Situation Verabredungen, ja, wo du dich auch wieder öffnest, wie gesagt, nach einer Phase der Besinnung, ne, ein bisschen zu Kräften kommen, ruhig werden, die Ungeduld auch wieder rausnehmen, die natürlich aus diesem Sprint entsteht, und in die einfache Freude zurückfindest, ja, in Genuss, in Vereinigung, ja. Und dann haben wir hier mit der Prinzessin der Kelche auch diese zarten Gefühle, diese ja, emotionale Neugierde, die geweckt wird. Das heißt, die scheint diese Person schon ein bisschen zu faszinieren. Die Person per se hält sich hier noch bedeckt. Im Übrigen, Maxi und Jackie schlafen drüben im Wohnzimmer. Der Teufel. Der Teufel steht ja für das Befreien, ja, Ketten sprengen. Natürlich kann es auch sein, dass hier die Ketten der Vergangenheit gesprengt werden wollen, gar keine Frage. Der Teufel, und da ist es auch wirklich so, aufgrund dieser, ja, dieses sehr schönen Erlebnisses, weil dafür stehen die Blumen ja auch, ne, schöne Momente, Verabredungen, ne, Dates haben, miteinander Zeit verbringen, wirst du dir auch deiner Thematiken bewusst, da wo du vielleicht noch festhängst. Ja. Das ist nicht mehr viel, wo du festhängst. Du hast hier schon eine sehr entspannte Energie, aber halt noch mit kleinen Ausreißern. Mit kleinen Ausreißern zu sehr aktiv nach vorne und mit kleinen Ausreißern zu sehr in diese negative Energie. Ja, da ist nicht mehr viel Arbeit. Aber der Teufel, der hat halt immer noch seine Finger im Spiel. Und deswegen ist es wichtig, da wirklich zu schauen, okay, wenn hier ein schönes, wenn ihr ein schönes Abendessen zum Beispiel hattet, ja, oder einen Spaziergang, wie auch immer, was du halt gerne machst so zum Daten. Und du sitzt dann abends alleine auf deinem Sofa und fragst dich, oh, wird das was? Dann ist das auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass da noch eine Altlast in dir schlummert. Ne? Weil ein Mensch, der komplett frei ist und unbedarft ist, der sagt sich, ja, egal was daraus wird, mal gucken, wir gucken einfach mal, wohin die Reise geht. Ne? Ist so eine Narrenenergie. Andere würden es als unbesonnen sehen, aber wenn jemand noch nicht so wirklich geklärt ist, zu unsicher ist, dann fragt sich dieser Mensch wirklich nach dem Date, oh, wird das was? Ne? Treffen wir uns nochmal wieder? Beziehungsweise, wenn dann zum Beispiel ein Korb kommen würde, ja, dann wäre da dieses Todunglücklichsein drin. Ja, aber warum denn? Warum will mich dieser Mensch nicht nochmal treffen? Was habe ich falsch gemacht? Ne? Fragen über Fragen und dann rattert das Gehirn. Aber manchmal hat man einfach nichts falsch gemacht, sondern das passt einfach nicht. Ne? Zu einer Verbindung gehören zwei. So, jetzt haben wir hier aber dennoch jemanden oder eine Verbindung liegen, die wichtig ist. Die geht durchaus ein bisschen weiter. Das ist nicht nur einfach ein Date und dann geht man wieder getrennte Wege. Nee, nee, die Verbindung ist wichtig. Da fallen direkt zwei raus. Ja, die Verbindung ist wichtig. Hier liegt die Sonne mit dem großen Glück und beim Klee sagt man ja auch gerne mal das kleine Glück, ne? Das schnelle Glück. Aber beide Karten stehen fürs Glück und für die Leichtigkeit, Frühlingserwachen, neue Energie, neues Lebensfeuer. Es ist einfach wichtig, ja? Hier ist eine Positivität drin und hier findet auch ein Erwachen statt. Die Fünf der Stäbe. Ja, der Ehrgeiz ist geweckt. Fünf der Stäbe ist auch Chaos. Chaos muss aber sein, damit es wieder geordnet werden kann. Ich glaube, jeder kennt es, der mal ausgemistet hat. Das sieht erstmal, also ich weiß nicht, ob es bei mir nur so ist, ne? Aber wenn ich anfange auszumisten, dann wird alles hin und her geräumt. Überall in jeder Schublade wird irgendwas rausgekramt. Das ist auch nicht unbedingt so, dass ich dann drei verschiedene Müllbeutel habe und dann schon mal einsortiere. Nee, das liegt dann alles erstmal stumpf auf dem Fußboden rum und dann geht's los ans, ja, ans Aufräumen, ans Sortieren. Und so ist es auch hier. Ja, hier ist erstmal ein bisschen Chaos. Hier ist eine sehr dynamische Energie, aber die schon darauf hinweist, eine Stufe aufzusteigen. Ja, Wendung. Glückliche Wendung. Und die Neun der Münzen bestätigen das. Ja? Einklang von den Stärken und den Schwächen. Fülle, Unabhängigkeit, ja? Erfolg, innerer Frieden, auch spirituelle Weiterentwicklung findet hier statt.
Du wirst dir bewusster. Bewusster natürlich auch über die Verletzungen in der Vergangenheit. Deswegen sind diese Trigger ja auch notwendig, ne? Gerade auch in Kombination mit dem Teufel. 9 der Stäbe ist auch schon der Hinweis, ne? Eine Stufe aufsteigen. Und das ist auch so ein bisschen der letzte Schubser in die richtige Richtung, die du benötigst. Ja, das ist so, hier schmeißt du alles raus und da fängst du an zu sortieren, weil du dir dessen bewusst bist, was eigentlich aufgeräumt werden darf in dir. Ja. Und dann haben wir hier die Harmonie liegen mit den Lilien. Potenziell vielleicht sogar noch jetzt im Winter. Ja, könnte auch eine Bewandtnis haben. Dennoch zeitunabhängig. Das ist einfach so. Ja, aber hier ist Harmonie drin, hier ist die Verbundenheit drin. Lilien ist ja auch so dieses, ne, erotische Prickeln, was da potenziell reinkommt. Harmonie. Okay, gut. Hier liegt noch ein bisschen das Bedauern drin vom emotionalen Loslassen. Das ist wie... aber es ist einfach der Weg, der gegangen wird mit dem Stern. Das ist wie wenn du, ja, wenn du angefangen hast auszumisten, schmeißt alles auf den Boden, um dann wirklich zu gucken, was brauchst du nicht. Und das ist so, das ist irgendein Teil, das hast du jahrelang ultra gerne gehabt, ne, eine Klamotte, ein Dekostück, wie auch immer, hast es jetzt aber 5 Jahre im Schrank liegen gelassen. So, und jetzt hängst du da und fragst dich, ach, eigentlich kann das ja in den Müll, ne? Ich benutze das nicht mehr. Was soll ich das noch länger aufheben? Und dann schmeißt du das weg und dann trauerst du dem vielleicht noch so 1-2 Tage nach. Ach, hätte ich das wirklich wegschmeißen sollen, aber dann hast du es irgendwann noch vergessen. Ja? Der Stern ist letztendlich auch der richtige Weg, ja? Der Weg der Heilung, der Weg, wo die Wunden sich angeschaut werden können und dementsprechend heilen können. Ja, das ist dann so der Moment, wo die Schwerter rausgenommen werden können und ja, dann kann sich um die Wunden gekümmert werden. Und das ist ganz viel Selbsterkenntnisse. Ja, wir brauchen die Begegnungen, damit wir es merken, wo es piekst. Ne? Und die 4 der Schwerter. Wir brauchen die Begegnungen, weil die wichtig sind, weil nur dann merken wir, wo haben wir noch Altlasten. Hört das irgendwann auf? Ja, natürlich. Irgendwann wird in so ein Moment der Befreiung reinkommen, wo du dir über gar nichts mehr Gedanken machst. Du weißt um deine alten Wunden. Ja, du hast die eine oder andere Narbe in deiner Seele. Ja, aber das juckt dich nicht mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes, die Narbe juckt auch nicht mehr. Ne? Jetzt haben wir hier noch die 4 der Schwerter auf dem Kopf liegen. Es ist hier noch so ein bisschen Erschöpfung gekennzeichnet, ne? Vielleicht gerade auch durch dieses darüber grübeln, ob das richtig war, etwas loszulassen. Der Stern sagt, ja, es war richtig, loszulassen. Ja? Legen wir nochmal 2 Klärungskarten oben drauf. Mal, die Kelchkönigin fällt raus. Weise, emotional, intelligent. Ja, also klar, ein bisschen was wirst du hier noch an Problematiken haben, ne? Noch bist du so ein bisschen im Widerstreben der kompletten Veränderung. Der Teufel hat natürlich auch seine Ketten, es zerrt noch so ein bisschen. Aber dennoch bist du ja hier in dir in Harmonie. Oh Gott, jetzt geht mein Magen hier Vollgas. Entspann dich, du kriegst gleich was zu essen. die Kelchkönigin ist ja auch emotional intelligent, weil sie einfach sowohl die negativen als auch die positiven Erfahrungen gemacht hat. Und deswegen weiß sie einfach viel. Ja? Die Kelchkönigin ist auch ein Mensch, die empathisch ist, die sich mit dem Herzen führen lässt, genau, und feinfühlig ist. Und das ist natürlich auch eine Energie, wo du feinfühliger wirst, wo du sensibler wirst, wo du mehr in deine Emotionen reingehst, auch wenn es dir noch nicht so hundertprozentig passt mit dem Tod, ja, wenn da noch so ein bisschen Widerstreben drin ist.
Letztendlich zeigt sich hier einfach, dass du in deiner emotionalen Energie wieder ankommst. Du vertraust auch deiner emotionalen Seite wieder mehr. Ja, und gestattest dir auch, dich mit dem Herzen führen zu lassen und nicht nur mit dem Verstand. Legen wir mal noch eine letzte Klärungskarte drunter. Ach, guck mal eine an. Und da haben wir auch jemanden. Der Schwertkönig, ein Verstandesmensch. Und ja, auch jemand, der hingebungsvoll ist, der empathisch ist, der intelligent ist. Ist natürlich komplett, jetzt energetisch betrachtet, komplett das Gegenteil. Aber es, ganz ehrlich, wäre es anders, ne? Dann wärst du halt mit jemand anderes zusammen. Hier ist einfach eine sehr rationale Person angezeigt. Eine Person, die sehr mutig ist und tapfer ist, unglaublich gut kommunizieren kann, ja. Und deswegen ist hier einfach auch Harmonie, ihr ergänzt euch. Genau, ihr ergänzt euch auch ein bisschen, ja. Und vielleicht ist es auch die nächste Thematik, wenn du dich hier emotional wiedergefunden hast, dass vielleicht sogar dein Gegenüber, ganz gleich ob männlich, weiblich, aus der Grundenergie wieder zurück auch in die emotionale Energie kommt. Gerade Seelenverbindungen heilen nie gleichzeitig, sondern immer ein bisschen unterschiedlich. Mal ist der eine ein bisschen weiter vor, mal der andere ein bisschen weiter vor. Mal heilt zuerst der eine Part, dann heilt der andere Part, ne, weil man sich gegenseitig triggert und aufgrund der neuen Erkenntnisse dann letztendlich geklärt wird. Und ja, das ist hier auf jeden Fall eine spannende Kiste. Ja, aber du hast halt einfach auch schon eine gewisse Grundarbeit geleistet und jetzt werden halt so die letzten kleinen, ja, die letzten kleinen Trigger rausgearbeitet. Ich würde sagen, wir nehmen mal noch hier eine Message aus dem Orakel oder zwei. Ja, vergiss nicht, dir selbst zu erlauben, Fehler zu machen. Sei dankbar für das, was du hast und schätze jede Erfahrung, die dir begegnet. Wie gesagt, hier ist kein riesiges Drama drin. Hier ist eher so das softe Drama drin, sagen wir es mal so. Und letztendlich alles nur für das eigene Wachstum. Das ist so. Ja, wenn du in deiner Emotion wieder angekommen bist und ja, dir erlaubst, auch neue Emotionen durch neue Verbindungen in dir wachsen zu lassen, ja, alles neu macht der Mai. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sagen soll. Dann bist du auch wieder bei dir angekommen, weil dann hast du auf jeden Fall absolut gar keine Probleme mehr, in eine neue Paarverbindung reinzugehen, falls das hier enden sollte. Aber das ist hier eine längere Geschichte. Das ist nichts, was von kurzer Dauer ist. Das geht schon ein bisschen länger, ne? Ihr lieben Liebenden. Ich mach jetzt hier Ende im Gelände, sonst nimmt mein Magen hier gleich die Leitung ein. Das wollen wir nicht. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Liken, Kommentieren und auch fürs Abonnieren. Erweist mir gerne die Ehre, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ja, macht das Glöckchen an. Ne, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Und wir sehen uns aller spätestens morgen wieder zur nächsten Wochenbotschaft. Ich freue mich auf euch, genießt den Samstag oder auch wann immer ihr das Video seht und ich sage bis bald. Macht's gut!